Mutation, Evolution. Sind das Texte? Von George Jameson markiert. Eins der häufigsten Missverständnisse über die Evolution. Manchmal versehentlich von Menschen, die es besser wissen sollten, gefördert, ist, dass es ein aktiver Prozess ist. Hä? Was? Nochmal. Eins der häufigsten Missverständnisse über die Evolution, manchmal versehentlich von Menschen, die es besser wissen sollten, gefördert, ist, dass es ein aktiver Prozess ist. Die Evolution ist ein aktiver Prozess. Ja, okay. Ach so. Manchmal versehentlich von Menschen. Das ist schon mehr ein... Oh, Alter, die Sätze, Junge. Manchmal wird der Begriff Evolution sogar auf individuelle Wesen angewendet. Als ob eine unsichtbare Kraft sie dazu verleitet hätte, sich plötzlich zu ändern. Aber die Wahrheit ist, dass der Einzelne sich nicht weiterentwickelt. Der Begriff Evolution beschreibt einen langfristigen Prozess, der in einer ganzen Population über einen bestimmten Zeitraum, Beispiel als Reaktion auf eine externe Bedrohung oder Herausforderung. Ah ja, jetzt, ja, okay, jetzt macht's klickeli-klick. Genau. War Thema. Genau. Also in dem Sinne, dass ja der Mensch mehrere Evolutionen durchgemacht hat. Die Welt, die Tiere, war Fisch, Eidechse oder Echse und. Ja, okay. Angekommen, klick. So, wenn ein Individuum zufällig eine Eigenschaft besitzt, die es ihm ermöglicht, mit dieser Herausforderung besser als andere umzugehen, hat es bessere Chancen, diese Informationen an seine Nachkommen weiterzugeben. Okay, ist verstanden. Diese Informationen geben ihnen wiederum einen Vorteil, sodass sie mit der Zeit des dominanten Modells dieser Art werden. Die einzelnen Individuen erleben keine signifikanten genetischen Veränderungen in ihrem Leben, aber jeder von ihnen ist ein Teil der Evolution der Art. Alter! Krieg? Ja, willst du wissen? Ja, mach mal bitte. Namenloser, mach mal. Also, jetzt mal eine Frage zu dem Game, Leute. Krieg eigentlich irgendeine Art Zertifikat? Also, kann ich das irgendwie beantragen irgendwo, das Zertifikat, wenn ich durch dieses Spiel durch bin, dass ich so richtig was in meinem Hirn hab denn? Oder ist das nur so... Das ist ja Wahnsinn, die Texte. Also, verständlich. Also, verständlich im Sinne von... Mein Finger kriegt auch bald eine Evolution hier. Ich krieg ja einen Krampf. Mutation. Die Rolle von Mutationen in der Evolution ist besonders faszinierend. Mutation ist im Wesentlichen ein Fehler in der zentralen Datenbank des Organismus. Eine Variable wird verändert, eine Information versehentlich verdoppelt oder wird mit einer anderen fälschlich kombiniert. Meistens ist das Resultat des Äquivalent eines Programmierfehlers, dessen Auswirkung alles von kleineren Problemen bis zum kompletten Systemabsturz, das heißt Tod, verursachen können. Aber manchmal ist die eine... die eine Information anwendbar und gibt dem Organismus einen Vorteil im täglichen Kampf ums Leben. In diesem Fall gibt es eine viel höhere Chance, dass sie an die nächste Generation weitergegeben wird. Die Mutation? Okay. Wenn man bedenkt, wie unwahrscheinlich
eine vorteilhafte Mutation ist und wie lange es dauert, eine solche Mutation zu programmieren. Kann dieser Prozess Ihnen einen erstaunlichen Einblick in die enorme Weite der genetischen Geschichte eines jeden Organismus. Okay, überschreiben. Gleichzeitig ist es faszinierend, zu betrachten, was für eine wichtige Rolle zufällige Fehler in der Evolution des Lebens selbst gespielt haben. Der gleiche Prozess, der so viele von uns getötet hat, oft auf schreckliche Art und Weise, ist auch für unsere Existenz verantwortlich. Boah. Ich hab das Zertifikat damals nicht erhalten. Ja, hast du beantragt, Schnecke. Bewusstsein. Mitwissen, bei Sinn sein, denken. Ja, erfahrbare Existenz geistiger Zustände und Prozesse. Ich habe es auch beantragt. Aha! Ja, denn ist Verschittiang, würde ich sagen. Aber die Texte ist doch Wahnsinn, oder? Du hast ja, wenn du dich auf die Texte einlässt, hast du damit mehr zu tun als mit der Rätselei. Also hier in dem Level jedenfalls. Mal abgesehen davon, dass Micha so viel quatscht. Aber ich möchte dir auch verstehen. Also ich bin so ein Typ, ich rede, um Sachen zu verstehen oder darüber nachzudenken, rede ich viel drüber und meistens auch laut, wa? Deswegen, also mein Chef und ich zum Beispiel, also Real Talk jetzt, ja. Real Talk, ja, Real Life. Mein Chef und ich machen das oft so, wenn wir irgendwie festhängen mit den Gedanken oder mit irgendwelchen Lösungen, dann hauen wir meistens ganz schnell einen Termin rein und sagen so, ey, probier mal deine Hilfe. Ja, und dann quatschen wir einfach mal eine Viertelstunde drüber und meistens zack, Lösung! Ja? So, Kapazität, was ist denn jetzt? Kapazität. Passierschein 8, ja. Passierschein A38. Ich wollte gerade Passagierschein. Ist ja, ja, okay. Sorry. Mein Antrag wurde abgelehnt. Deiner wurde abgelehnt? Wieso? Hast du zu viel Mitwissen eingebracht, Namenloser, oder was? Kein Problem. Ich krieg meinen sowieso nicht. Ich beantrage es ja nicht. Also. Ja, mach dir keine Sorgen. Das L ist nicht nur absurd schnell, er hat auch Zillionen Tonnen an Speicherplatz. Auch mit einer vollständigen Kopie des Archivs auf der Platte wird er trotzdem in der Lage sein, die Anforderungen deines Projektes zu erfüllen. Immer vorausgesetzt, der Output ist so, wie du es beschrieben hast. Es kann ja wohl nicht länger als ein paar Jahrhunderte dauern, geschrieben hast. Es kann ja wohl nicht länger als ein paar Jahrhunderte dauern. Das sollte genug sein, oder? Den Text habe ich ja weniger kapiert als die anderen Bienen. Aber ist schon krass. Okay, noch Fragen? Nee. Eher zu wenig. So. Okay. Sprung. Lalala. So, jetzt ist immer noch die Frage, wie bekommen wir den roten Strahl dort rein? Das Schöne ist ja, dass die Rätsel dich eigentlich von so einen Texten so ein bisschen ablenken, wa?
Tja, wie bekommen wir hier... Wo soll denn das Rot herkommen, Mensch? Willst du mich verarschen oder was? Oder kann ich durch Türen durchschießen? Das wäre neuerdings was ganz... Oder das wäre was ganz Neues. Also wenn das geht, ja, also wenn das jetzt geht, dann können wir, dann weiß ich auch, wie wir den einen Stern kriegen. Ja, dann ist mir das denn dort auch klar. Ja. Das findet der niemals da hinten, das Teil. Da drüben steht er. Also ich sehe das gerade noch so. Ja, wenn das klappt, fress ich einen Besen, ganz ehrlich. Nee, ich fress keinen Besen. Lass das einfach ja. Oh, ehrlich. Alter, den ganzen Spaß. Oh, nee, oder? Da hätten wir den Stern in dem anderen Level längst holen können. Ja, ist klar, dass ihr da sofort drauf einsteigt. Könnt ihr knicken. ich hab's noch verneint vorher. Ich hab noch gesagt, nein, vergesst es. Ja? Hab ich? Ja? Also. Oh. Könnt ihr euch dran erinnern? Besen gesalzen oder vorher noch gebraten? Paniert bitte. Ja? Kann man das in Ölbad so ein bisschen anbrutzeln? Ganz leicht? Wisst ihr, so wie, Zwiebelringe? Ich höre so schlecht. Ach so, aber vorher das hast du gehört, ja. Oh, das kann doch nicht sein. Der hätte mal den Stern in dem anderen Level holen können. Ja, da war das bloß noch weiter, das Stücke. Ist doch nicht wahr. Nee, Sensus. Nee. Halt. So habe ich das nicht gelöst. Da habe ich das in dem Sinne gelöst. Da ist dieser Lichtstrahl über die Mauer drüber weggegangen. Und da war weiter oben war da eine Lichtkuppel. Da war so ein Teil. Da haben wir reingeschossen. Und dann sind wir rüber in das andere Level gegangen. Aber wir sind noch nie durch die lilane Tür durchgekommen. Das habe ich noch nicht versucht. Da muss ich dir leider mal widersprechen. Ansonsten hast du recht, ja, so eine ähnliche Art und Weise haben wir schon gemacht. Aber nicht, dass wir da durchgeschossen haben. Aber ist auch nicht so schlimm.
Shockwave. Transformer Teil 3 ist Shockwave mit bei. Oh doch, hier. Was? Es kommt noch besser. Oh lol. Alter Schwede, und alle drei brauchst du hier unten, krass. Okay. Lol. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Meine Macht kennt keine Grenzen. Und doch ist dein Wille frei, denn du wurdest erschaffen, um frei zu sein. Dies ist der Grundsatz deiner Existenz, ohne den die Prüfungen dieser Welt keine Bedeutung hätten. Es muss dein Entschluss sein, Erlösung zu suchen. Ha. Da denke ich jeden Morgen drüber nach, wenn mein Wecker klingelt. Bringt mir aber gerade noch nichts. Also. So, das Ding da hinten nehmen wir uns zum Schluss vor. Ja? Alter, kickt euch mal den Mond an. Das sieht ja so krass aus. Ist das Hammer? Ist das Hammer? Auch ein geiles Bild, oder? Wenn man jetzt so ein bisschen so noch ein bisschen Kunst so. Hä? Ja, mit den Chat denkt euch mal weg, ja. Krass, oder hier mit die Palmen, war. Guck mal, so mit den Palmen so. So? Hä? Schickes Bild, oder? Traumhaft. Was auf dem Mond ist das? Jo, der Mann im Mond. Hallo, juhu, juhu. William, 47, jo, Grüße. Schönen Freitag wünsche ich dir. Warte mal, wo seid ihr? Hier. Grüß dich. Was? Oh, Abi Simbel, was? Abi, was? Abi Simbel? Hä? What the? Hammermäßig, also sehr, sehr krass die Kulisse mit den Sternen hier. Oh, also mit dem Mond ist schon krass. Sehr, sehr cool. Oh, schon wieder was lesen? Ja, los, dann lesen wir jetzt und dann trinken wir nochmal was, ja? Auf dem Mond ist was. Ich glaube, das wäre der einzige Grund, warum ich nach Ägypten mal wollen würde, in Anführungsstriche, ja. Nur um so eine Szenerie mal wirklich zu erleben, also mit dem Mond, dass der so dicht ist. Das ist ja, glaube ich, wirklich so da, war. Dass es so eine Abende gibt. Wissenschaft, Magie. Akadi Tagebuch. Gewichtsverlust. What? Ja, nehm ich. Also Gewichtsverlust. Obwohl der Begriff Wissenschaft seine heutige Bedeutung nur in den letzten 600 Jahren aufweist, ist deren Ausübung doch weit älter als der Name. Es gibt Hinweise, dass noch vor Aristoteles Zeiten Wahrsager, Mystiker und dergleichen grundlegende wissenschaftliche Methoden angewendet haben, um die Zukunft vorauszusagen und ihre Kunden zum Staunen zu bringen. Okay. Eine Anekdote betrifft einen Handleser, der entblößt wurde, als zwei reiche Kunden ihre
reiche Kunden ihre Vorhersagen verglichen und feststellten, dass diese identisch waren. Im Jahre 1948 hat diese Tendenz tiefsinnige persönliche Botschaften in Wagen mit großer Autorität verkündeten Beschreibungen zu finden einen Namen bekommen. Der Fora-Effekt, auch Barnum-Effekt genannt. Heute wird er in allen modernen psychologischen Theorien anerkannt. Was? Das ist ja krass. Krass, okay. Wir nehmen mal die HTML nochmal hier. Gewichtsverlust. Ist am Rand vom Mond. Also ich sehe da was. Schönen Freitagabend wünsche ich dir. Aber, Volume 47, er weiß es, wa? Wir haben das schon öfter, das Thema Spoilern haben wir schon öfter genug durch, wa? Ich sag dazu jetzt nichts. Ihr wisst es alle und jenen habe ich dort schon mal drauf angesprochen. Auch ihn. Also da, wa? So, Diätblock, letzter Eintrag. Oh Mann, wenn es eine Sache gibt, die gut am unvermeidlichen Tod ist. Nochmal, jetzt von vorne. Jetzt hast du mich schon mal aus der Reihe gebracht hier. Die Spoilerei. Verdammt nochmal. Kinnings. Kinners. So. Oh Mann. Schreibt man da Mann mit Doppel-N oder mit EMN? Ist auch egal. Oh Mann, wenn es eine Sache gibt, die gut am unvermeidlichen Tod ist, ist es das Essen. What? Oh, oh ja, Zuckerschnecke. Hä? Schnecke? Ich werde alle schrecklichen, ungesunden Lebensmittel, die es nun gibt, essen. Ich werde Gelee-Bananen verschlingen wie ein verrückter Affe. Ein Affenweihnachten. Gelee-Bananen sind schon mal nicht so dolle, ja, okay. Also nach einer Packung ist dir das schon mal kurz übel. Ja? So, und kennt ihr diese Muffins, die einen flüssigen Schokoladenkern haben? Oh ja, die sind so geil. Das wird morgen mein Frühstück sein. Und Burger zum Mittagessen. Und ich meine damit... Burger, die so fettig sind, dass man mit ihnen eine ganze Fabrik ölen könnte. Dreifach Speckburger mit Doppelkäse und extra Zwiebeln und Mayonnaise. Also die Zwiebeln, mein Lieber, kannst du weglassen, weil das könnte ein gesunder Anteil an dem Burger sein. Ketchup ist wieder in Ordnung. Und Ketchup und Senf und dicke, fette, saftige Frikadellen. Und dann ölige, dicke Pizza mit würziger Salami und Barbecue-Soße und Oliven und Jalapenos und Sour Rahm. Essenskoma, ich komme. Der Text ist doch mal, der ist doch mal einfach zu verstehen, oder? Also, warum immer hier alle geschichtlich und tiefdrinnig, hm? Der ist doch locker, fluffig, was wir alle wollen, essen. Jetzt steht da halt drin, oder? Also. Hä? Gelee-Bananen. Mach uns flüssiger Schokolade. Stimmt, das älteste Instinkt, was es seit Beginn von Leben gibt, ist Essen, ja? Bin bei Ihnen. So. Also wie gesagt, also die Zwiebeln kann er weglassen und die Oliven und die Jalapenos kann er auch weglassen. Das ist ja schon wieder so ein gesunder Anteil, wa? Okay.
So, letzter Text. Akadi Tagebuch. Bin von Drenners Projekt fasziniert. Wunderbare Unterhaltung. Betrifft Talos-Prinzip. Griechischer Philosophie. Anwendbarkeit auf momentane Situationen. Habe als Projektname Talos vorgeschlagen. Achso. Drennern wehrt sich, aber der Name scheint im Team Anklang gefunden zu haben. Erhalte stündlich Zehntausende von Dateien. Unsere ganze Geschichte. Okay. Da bin ich noch gespannt, wer das hier ist. Also wer das immer geschrieben hat, diese Tagebücher und das halt. Das wird jetzt schon mal interessant. Also für mich jetzt. Ja. Okay. Hä? Gut. Alter, krass, oder? Der sieht aus wie diese Tür bei Transformers Teil 2. Ja, wo sie da durch müssen. Und dahinter ist dann nochmal eine Wand. Und dort ist denn dieses Grab der Primes. Wer kennt Transformers von euch? Transformers? 1, 2 oder 3? So, Sabba. Warum sabberst du jetzt? Ach so. Bei Muffins mit flüssigen Schokokernen bin dabei. Ach so. Das ist Abu-Simbel. Ach, Ditti hier oder was? Das ist das Grab von Ramses dem Zweiten. Okay. Achso, du hattest ja letztes Mal gesagt, dass du geschichtlich sehr bewandert bist, war? Sensus? Beziehungsweise du sehr viel Interesse dran hast. Ich glaube, so war es. Achso, okay. Aber diese Abu-Simbel, was ist das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Auf was hat sich das jetzt bezogen? Auf die Muffins mit Schokokern und warmem Vanilleeis oder sowas? Oder? Hä? Weil da. Hä? Da sind jetzt die Themen für mich gerade ein bisschen durcheinander gerutscht. Also wenn ich da drin der Profi bin, die Themen durcheinander zu schmeißen, ja, aber... Aha, Abu Simbel ist ein Ort im ägyptischen Teil Nubiens. Etwa 240 Kilometer südwestlich von Aswan. Die nur etwas über 2600 Einwohner zählende Ortschaft ist bekannt durch die hier im 13. Jahrhundert vor Christus errichteten Felsentempel des Königs Ramses II. Aus der 19. Dynastie des altägyptischen Neuen Reiches. Also an der Stausee. Ah, okay. Alter, what? Also ich glaube, wir müssen doch, also Wissenschaft und Geschichte, ja? Also müssen wir uns noch mal ein bisschen über den Streamtitel unterhalten, meine Lieben, ja? Krass. Sehr, 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 sehr cooler Text. Dankeschön für die Erklärung. Okay.
Abu Simbel ist ein Orden ägyptischen Teilnehmens. Okay. Cool.